bevor wir über Siege reden und über Ergebnisse reden, sollte erstmal die Leistung stimmen. Und die muss top sein. Absolut top, weil wir treffen auf einen Champions League-Verein und mit sehr, sehr viel individueller Qualität, mit sehr, sehr viel Geschwindigkeit. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe dafür, dass wir, dass alle Spieler individuell, aber auch die gesamte Mannschaft wirklich ans Maximale rangehen muss in diesem Spiel. Aber wir haben auch gesehen in der letzten Woche, wenn wir ja, schwierige Phasen haben, dann sieht man schon auch, dass wir auch noch nicht so weit sind. Und genau das wird für uns oder ist das große Thema, dass wir uns in diesem Spiel gerade gegen so einen Gegner überhaupt keine Schwächephase erlauben dürfen. Weil die wird dann ausgenutzt, da bin ich mir sicher. Das ist das Einzige, wovor, wenn man sagt, Respekt, wo ich weiß, weil einfach auf der anderen Seite eine Mannschaft steht, die dann mit sehr, sehr guten Spielern auf dem Platz steht. Wenn man von draußen jetzt nicht nur als Fußballexperte, auch als Fan draufschaut, vor allem bei den Fans, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man ja, der Aspekt Mentalität, Zusammenhalt. Und ich sehe da einfach, oder in den letzten Wochen haben wir da, das gibt uns das Gefühl, dass wir da wirklich Schritte nach vorne getan haben, dass die Mannschaft sich in allem, was sie macht, dass sie es gemeinsam macht, dass sie durch die guten Phasen gemeinsam geht, durch die schwierigen Phasen gemeinsam geht, versucht gemeinsam Antworten zu finden in diesen schwierigen Phasen, wie jetzt im letzten Spiel, und dass alle an einem Strang ziehen. Und dann natürlich aber auch eine klare Ordnung, die für uns unheimlich wichtig ist, da die uns einfach auch Stabilität gibt und dass jeder seine Aufgaben erfüllt. Die Verantwortung auch übernimmt für die Aufgaben, aber trotzdem noch genügend Freiheit hat, um seine individuelle Klasse auf den Platz zu bekommen. Aber der Zusammenhalt und das Gefühl, dass der Mannschaft, eine Mannschaft, ein Team zu sein, ist jetzt in den letzten Wochen ausschlaggebend gewesen. Ja, ich habe einfach generell Demut vor der ganzen Situation, aber wir haben auch genügend Selbstbewusstsein. Wir wissen, von wo wir kommen, wie es vor ein paar Wochen ausgesehen hat, die ganze Geschichte. Einige der Spieler haben das ja auch miterlebt, die ganzen Phasen in den letzten Jahren, vor allem auch der Kapitän. Und von daher bin ich mir sicher, dass das schon auch in den Köpfen drin ist oder auch, dass man über so etwas nachdenkt. Aber warum sollen wir uns mit der Vergangenheit jetzt zu sehr beschäftigen? Wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir hier einen Job zu erledigen haben. Und die Vergangenheit kann man nicht mehr zurückdrehen. Was wir beeinflussen können, ist die Zukunft. Und das werden wir versuchen.